Ah, oh, Mann, habe ich wieder Man-Boobs. Ich bin ein Boob-Streamer. Und damit moin, meine Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Rule of Rose. Ich glaube, die Musik ist ein bisschen leiser, oder? Ich glaube schon. Ich habe jetzt keine Lust, nochmal ins Menü zu gehen, denn dafür müsste ich das Spiel nochmal neu starten. Und ich denke, wir sind alle alt genug, um das jetzt auszuhalten, wie es ist. Also, wir sind ja jetzt hier in der Villa. Scheinbar hat sich irgendwie was verändert, man weiß es nicht genau. Jedenfalls... Alter, ja, man, jetzt mal ein bisschen glatt machen, dann sieht das nicht ganz so toll aus. Unsere Aufgabe innerhalb dieses Kapitels, das sich das Begräbnis nennt, ist es, mit den verschiedenen NPCs zu quatschen. Ach Quatsch, jetzt kommt das schon, okay. Abgesehen davon wird erstmal nicht viel passieren. Deswegen kann ich euch ganz kurz, bei meiner Fernsehgeschichte vielleicht ein bisschen weiter aufs Laufende bringen. Auf das Laufende, sagt man das so? Keine Ahnung. Ich habe nämlich den Kundenservice nochmal angeschrieben, nachdem ich hier enttäuscht wurde von meinem Markt, der mir ja einen Link schickte. Der gefräßige Prinz wendete seinen Blick vom Mädchen ab, als ob ihm zum Essen kalte Suppe serviert worden wäre. Ganz gleich, wie traurig es weinte, war es ganz allein. Was für ein armes, glückloses Mädchen. Theoretisch. Aber auch nur theoretisch. Okay, cool. Achso, vielleicht muss ich ihn hier nochmal anquatschen. Also es zumindest versuchen. Der schlampige Prinz wendet seinen Blick vom Mädchen ab, als ob es ein altes Spielzeug wäre. Ganz gleich, wie freundlich es lächelte, war es ganz allein. Was für ein armes, glückloses Mädchen. Und jetzt, ja. Daran erkennt man immer, dass man es richtig gemacht hat. Jennifer hob einen zerknüllten Zettel auf, der auf sie geworfen worden war. Darauf stand Lügner. Liar. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich die ganzen Räume finde. Jedenfalls. Ich bin mir nicht mehr sicher, auf welchem Stand ihr zuletzt wart. Dass ich verschiedene Leute angeschrieben habe, dass ich verschiedene Hotlines versucht habe anzurufen. Letzten Endes habe ich jetzt... hier war ich ja noch nie. Da war ich ja noch nie! Die Tafel ist mit sorgfältig geschriebenen Worten bedeckt. Okay, cool. Also, ich hatte ja meinen Markt angeschrieben, dass ich das Ding hin umtauschen würde und die meinten dann ja zu mir, ja, nee, hier hast du einen Link, mach das mal mit der Spedition. Wir haben das Ding nicht hier und kriegen wir auch nicht wieder rein. Tschüss. So. Auf diesen Link habe ich dann ja alles eingetragen und so weiter. Genau, das hatte ich euch erzählt, dass ich dann auf eine Benachrichtigung, auf eine Bestätigung irgendwas wartete. Dann habe ich mir diese Seite nochmal angeguckt. Da hätte ich aber lange warten können auf die Bestätigung, auf irgendwas. Gar nichts hätte ich da bekommen. Da stand dann nämlich... So ein bisschen kleiner unten. Oh nein, jetzt fängt das wieder an. Musste den Markt abgeben, weil den hast du ja bar im Markt gekauft. Tschüss. Wo ich mir dachte, nee, den habe ich weder bar gekauft noch im Markt. Den habe ich online auf Raten gekauft. Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Obwohl das Mädchen versuchte, die weinende Prinzessin zu trösten, weinte diese noch mehr. Am Ende des. Das Mädchen ganz allein. Was für ein schwächliches, armes Mädchen. Und die Grammatik erst. Punkt, Punkt, Punkt. Eigentlich lag hier noch Futter, aber okay. Jedenfalls fühlte ich mich... Ich fühlte mich verarscht und alleine gelassen. Mit meinem großen, großen Problem. Warte mal. Ja. Deswegen habe ich einfach, es gibt dieses Kontaktformular, das habe ich einfach nochmal ausgewählt, Reparatur und weiß ich nicht, defekt oder irgendwas. Jennifer Hope, auf dem stand armer Mr. Joshua. So. Und ich habe da so richtig herzzerreißend meine Probleme niedergelegt. Und auch das mit dem Fernseher. Woraufhin dann gestern eine E-Mail kam, hallo... Ich bedauere, das fand ich gut, ich bedauere, dass ihr Gerät defekt ist. Und dann wollte die gute Dame doch Bilder von mir haben, wo ich mir auch dachte, das ist jetzt aber sehr privat.
Aber na gut, dann habe ich ihr die schönsten Pimmelbilder geschickt, die ich hatte. Natürlich nicht von mir selbst, ist ja klar. Nein, ich habe ihr natürlich Bilder vom Fernseher geschickt. Das Ding ist, also von dem Schaden. Das Ding ist, dass dieser Fernseher, das ist mir im Nachhinein aufgefallen, als ich die Bilder schon geschickt hatte. Sehr reflektiert, wenn er aus ist. Das ist schon fast ein Spiegel. Und das sah doch ein bisschen merkwürdig aus. Aber naja, gut, ist egal. Sind die Bilder raus, soll die gute Frau sich doch bitte darum kümmern. Rektorenzimmer ist auch nicht das, wo wir hinwollen. Das war gestern, beziehungsweise heute Morgen. Genau, gestern hat sie die E-Mail geschrieben, heute Morgen habe ich die Bilder geschickt. Das Ding ist, ich habe den Fernseher schon wieder eingepackt. Mit Mühe und Not habe ich den scheiß Fernseher eingepackt. Habt ihr schon mal versucht, den Fernseher wieder einzupacken? Alter Vater, ey. Das hat aber überhaupt keinen Spaß gemacht. Jetzt ist das Ankleidezimmer, da müssen wir doch auch nicht hin. Ich hasse diesen Abschnitt des Spiels, wirklich. So, heute Morgen den Fernseher wieder ausgepackt, angeschlossen, Fotos gemacht von dem Schaden, der guten Frau die Fotos geschickt, aber bis jetzt noch keine Reaktion. Ich bin wirklich ein bisschen... Das Ding ist, ich bin nicht mehr so genervt wie am Anfang der Woche. Also Montag war wirklich so, dass ich deswegen ja schon nicht mehr schlafen konnte, dass ich wirklich so angefressen war, dass mich das so genervt hat, dass ich nicht schlafen konnte. Mittlerweile ist es so, ich habe denen Bescheid gesagt, ich habe denen direkt Bescheid gesagt, die haben mich hin und her geschickt. Mehr als abwarten kann ich jetzt einfach nicht. Ich kann jetzt nur darauf warten, dass sich die gute Frau Holzmann, Grüße gehen raus und drei Schüsse in die Luft, sich diese Bilder anguckt und sich nicht wundert, warum ich denn da nackig im Fernseher zu sehen bin. Nein, natürlich nicht, aber ich fände es so witzig. Es gibt so witzige Ebay-Fail-Bilder, wo Leute nackt ihre spiegelnden oberflächlich, also ihre spiegelnden Sachen fotografiert haben. Daran muss ich heute Morgen denken. Naja, und sie wird sich da bestimmt drum kümmern und sie wird sich Montag melden. Oder vielleicht ja sogar schon Samstag. Glaube ich nicht, eher Montag. Und dann habe ich ja immer noch eine Woche Zeit, um das Ding zu retournieren. Innerhalb von 14 Tagen muss ich das Teil ja retournieren. Die zwei Prinzessinnen ließen das arme Mädchen nicht an ihrem Gespräch teilnehmen. Überall ist es ganz allein. So ein einsames, armes Mädchen. Ja. Dann gehen die wieder weg. Dann gehe ich wieder weg. Ja, das ist der Stand mit dem Fernseher. Bettler plus Dieb gleich schlimme Jennifer. Das Schöne, das ich versuche immer das Positive in Dingen zu sehen. Nicht immer, aber ich versuche es immer häufiger. Und das Schöne ist, dadurch, dass das mit dem Fernseher jetzt so ein bisschen länger dauert, hier müsste das Nähzimmer sein, genau. Habe ich jetzt zumindest, sollte jemals ein neuer, funktionierender heiler Fernseher ankommen, habe ich dann alle Kabel hier, weil ich musste noch ein paar Kabel nachbestellen. Und die sind jetzt alle angekommen. Und sobald das Ding da ist, kann ich ihn aufbauen und komplett so anschließen, wie es soll und so weiter und so fort. Und das wird glorious. Das Verhalten des kleinherzigen Mädchens, das sich auf seine Arbeit konzentrierte, erschien gekünstelt und unnatürlich. Das arme Mädchen wurde traurig. Und dann war es wieder allein. Was für ein armes, unglückliches Mädchen. What the fuck? War das schon immer so? Aha. So, wo liegt der Zettel da? Jetzt weiß ich auch noch, dass die Zettel teilweise schwierig... Nein, genau, das meine ich, dass die schwierig lagen, dass man da nicht so schön ran kann. Worauf... Ihr merkt, ne, ich mache hier nicht viel, deswegen erzähle ich euch von meinem Leid. Das Ding ist ja, dass wenn der Fernseher dann da ist und funktioniert und alles und das alles in 4K und hast du nicht gesehen, laufen soll... Bitte nimm den Zettel, Jennifer. Danke. Du erhältst deine verdiente Strafe.
you deserve to be back on top. Dann habe ich ja das. Dann habe ich ja das Problem, dass ich eine PSVR habe. Die der ersten Generation. Und das, da, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da ist so ein extra Modul mit zwischen, das das Bildsignal irgendwie aufteilt auf Fernseher und Brille. Und in der ersten Generation, und das ergibt für mich keinen Sinn, kann dieses Teil kein 4K HDR durchschleifen. Ganz gleich, wie das arme Mädchen mit der entschlossenen Prinzessin redete, starrte diese nur lethargisch. Schlafend oder wachend? War das Mädchen allein? Was für ein trauriges, glückloses Mädchen. Danke. Ich habe in letzter Zeit nie sich so krass, Alter, was ist los? Yeah. Entschuldige dich durch deinen Tod. Das war laut, oder? Nein, passt schon. Ja, mach ich. Wer fehlt denn jetzt noch? Auf dem Balkon, glaube ich. Waren wir schon bei dem Jungen? Warte mal, ist der Schlafsaal? Da war ich jetzt gerade eben. Ich renne im Kreis. Ja, da war ich jetzt gerade eben. Achso, da müssen wir. Da. Ja, genau. Auf jeden Fall gibt es dann da aber auch eine Lösung für, ohne dass man das immer umstecken muss. Aber da habe ich es überhaupt gar nicht drin. Also ich habe da dran gedacht, aber ich hätte nicht gedacht, dass das dann auf einmal ein Problem werden könnte. Dann noch eine andere Sache. Wenn ich dann aufnehme, vielleicht kann mir das einer von euch beantworten, wenn ich dann Sachen aufnehme über die PS4, werde ich die ja quasi in 4K auf den Fernseher schmeißen. Hier. Aber meine Elgato kann ja keine 4K aufnehmen. Weiß einer von euch, wie das dann läuft? Ob die das automatisch runterskaliert oder ob die sagt, ja gut, geht nicht. Und ich muss dann in HD. Also. Ist wahrscheinlich ein Problem, dass ich auch googeln kann, aber vielleicht weiß das ja einer von euch. Ganz gleich, wie das arme Mädchen mit der kalten Prinzessin redete, starrte diese nur eisig in den Himmel. Als das Mädchen dies bemerkte, war es ganz allein. So ein armes, glückloses Mädchen. I see a pattern. So. Ich habe das Gefühl, dass da immer noch jemand fehlt. Ja, hier liegt das jetzt so komisch an der Ecke, der Zettel. Da, warum auch immer. Darauf stand, komm in den Flur. Okay, dann fehlt doch keiner mehr. Cool. Dann kommen wir jetzt in den Flur. Warum auch nicht? Das ist das Merkwürdige. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich hier... ich wurde ja schon die Treppe runtergestoßen. Ich dachte, das wäre erst... Das würde erst jetzt passieren. Aber ist okay. Nehme ich hin. Müssen wir nur noch den Weg in den Flur finden. Aber das dürfte nicht so schwierig sein. Das war, glaube ich, hier durch und dann links. Oder wir sind direkt im Hausflur? Nee. Das Ding ist, dass mehrere... Genau, das heißt jetzt nämlich auch Hausflur. Ist aber nicht der Hausflur, den ich suche. Der Hausflur, den ich suche... Die Tür war immer noch zu, ne? Ja. Die war beim ersten Versuch schon zu und die wird beim zweiten Versuch war sie jetzt auch noch zu. Aber dann geht's hier durch zum Ankleidezimmer. Zum dritten Mal. Ist auch nicht einfach, hier von meinem Wehklagen zu erzählen. Habe ich gespuckt? Hat man das gesehen? Ich habe nicht gespuckt. Und dabei diese Musik versuchen auszublenden und dabei noch klar zu denken. So, dann gehen wir... Hier in das Rektorenzimmer. Ich weiß jetzt nicht, ob rechts, ob das schneller gegangen wäre. Wir gehen jetzt hier in das Rektorenzimmer. Ins Empfangszimmer. Ich wünschte, man könnte irgendwo das Grammophon zerschlagen.
Und dann wäre die Musik aus, aber nein. Dann sind wir hier raus. Und dann sind wir im Flur. Bitte. Ja. Und dann gehe ich nämlich dahin. Oder auch nicht. Halt, da liegt ein Zettel. Und ich glaube, wir haben es geschafft. Das heißt, ich muss das Spiel gleich nochmal neu starten, um den Ton, um die Musik wieder lauter zu machen. Kein Wort von Jennifer. Das Geschenk des Monats, dreckige Jennifer. Und ihr hört schon an der Musik, jetzt ist wieder Action angesagt. Ja, okay, das war bei meinem ersten Durchgang auch so. Daran erinnere ich mich. Die Cutscenes hatte ich weggedrückt, aber daran erinnere ich mich. Ja, ich möchte bitte speichern. Wir speichern mal gar nichts, sondern setzen einen neuen Spielstand an. Okay. So, wir haben noch knapp 3 Minuten. Da kriegen wir noch ein bisschen was geregelt. Auf jeden Fall kriegen wir... Warte mal. Was sagen die? Ich verstehe das nicht. Also, ich weiß, was wir machen müssen. Ich weiß noch nicht, ich weiß, wo wir hin müssen, um das zu aktivieren. Ganz kurz hier ein bisschen mal freezen. Das Schwert in die Hand und dann geht das hier los. Also, wir müssen jetzt nämlich als allererstes an eine Tür, um quasi unsere Aufgabe zu finden. Wenn wir diese Aufgabe gefunden haben, müssen wir 6... Warte mal, wo bin ich? Ich bin überhaupt nicht da, wo ich dachte, dass ich wäre, wo ich bin. Hintere Treppe. Ich muss an die hintere Treppe. Okay. Danke. Das Schlimme ist, hatte ich das schon mal angesprochen? Ich habe das Gefühl, ich habe das schon mal angesprochen. Das ist so wie, das ist wie Dark Souls hier. Hier ist die Tür. Sehr gut. Die Ratte steht dir im Weg. Das Schwein steht dir im Weg. Und die Ziege steht dir im Weg. Damit steht das fest, was wir tun müssen. Diese 3 Gegnertypen killen. Hi! Hi! Was wollte ich sagen? Das Ding ist, dass man diese Räume zwar clearen kann, also sobald du in den Raum zurückkommst, ist der Raum wieder voller Gegner. Gut, ne? Das ist gut. So, war das hier die Library? Da war die Küche. Ist auch gut, denn auch dort finden wir einen Gegner. Ich glaube, in der Library waren es 2. Hier ist es eine Ratte. Das sind die einfachen.
Holy shit, der hält mehr als einen Schlag aus? Was bist du? Please nerf. So, erste Ratte down. Also ich weiß wirklich nicht. Dieses Kapitel ist wirklich nicht gut, finde ich. Also Gameplay-mäßig schwierig. Geschichtlich bringt es einem auch nicht so wahnsinnig viel, habe ich das Gefühl. Wenn da die Küche war, dann ist hier wieder ein Hausflur? Nee. Waschhaus. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht rein. Nee, hier war ich noch nie. I hope this is not Chris's blood. So. Oh, mir fällt gerade das ein. Kaniac hatte kommentiert. Was hat er denn kommentiert? Doggo wird der MVP. Vergiss den Degen. Doggo übern. Ich seh nix. Hier ist der Sewer Room, glaube ich, ne? Schneezimmer. Sewing Room. Badezimmer. Badezimmer ist auch gut? Ne, warte mal. War das Badezimmer auch gut? Ne, Fische brauchten wir nicht. Wir brauchten Ratteziegel. Hier waren nur Fische, ne? Ja. Die brauchen wir nicht rein. Doggo übernimmt die Kämpfe. Ja. Nee. Leider nein. Okay, leider nein. Aber was das MVP angeht, bist du mit Doggo gar nicht mal so verkehrt. Doggo ist schon... Ah, hier sind wir. Hier sind wir. Ihr merkt, die Folge wird wieder... Oh, die ist schon deutlich länger, als ich wollte. Okay. Wie machen wir denn das jetzt? Oh shit, ich habe das Gefühl, hier müssen wir gar nicht rein. Was machst du da, Jennifer? Oh. Oh, scheiße, sag nicht, ich muss die jetzt alle bekämpfen. Oh Gott, bitte stirb! Also nicht Jennifer, aber die Viecher. Wie geht's mit mir? Wie geht's mir? Geht so. Ich will wirklich nicht sterben jetzt. Guck mal, hier, Doggo. Doggo hält die Gegner auf. Wieso hältst du mehr als zwei Angriffe aus? Wieso hältst du mehr als drei... Nee, du bist tot. Du hast nur keine Sterbeanimation, oder was? Oh, bitte, 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 lass mich auch kämpfen. Sehr gut. Eins. Zwei. Sollte reichen. Alle tot. Alle tot, wie der Held der Steine immer sagt. Okay, pass auf, wir beenden die Folge. Das wird ja lächerlich lang sonst. In der nächsten Folge erledigen wir die nächsten fünf noch, ne? Ich weiß, in welche Zimmer ich muss. Das ist viel wert, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich weiß nur nicht, wo sie sind. Aber wir werden sie finden in der kommenden Folge. Ich muss gleich mal wirklich ein bisschen mehr trinken. Vielleicht eine kürzere Pause sogar machen. Da steht Toiletten. Da sind wir, glaube ich, wieder im Haus. Egal. Danke fürs Zusehen. Wieder schon ein Jahr und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke. Like. So. Ciao. Oh boy.